Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Beneath the Steel Scroll für den PC. Im letzten Part haben wir es endlich hier hinter geschafft, indem wir uns neue Daumenabdrücke aufdrucken lassen haben von Dr. Burke. Sind jetzt hier. Wir sind mittlerweile im 10. Part angekommen. Das ist ja ein Jubiläum hier, wow. Okay, schauen wir uns erst ein bisschen hier um. In dem Raum haben wir uns nämlich noch nicht umgeguckt. Umzugskarton, Schachtel, Regal, Gitter. Okay, schauen wir uns erstmal das Regal an. Weinkeller ist das ja. It's a solid wooden storage rack for wine bottles. Danke. I'd never shift that in 1000 years. Schade. Da fällt mir gerade noch was ein. Ich muss ja, da ich das Spiel wieder neu an ist, muss ich das einmal wieder raufstellen. Okay, Umzugskarton. It's a big box made of wood. Gut. Too big and heavy to carry. Okay, aber kann ich das vielleicht irgendwie öffnen? Oh, hey, tatsächlich. Nice. Habe ich gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Brett? Okay. Was ist hier drin? Ah, ich dachte, da wäre vielleicht was drin. Nee, also habe ich einfach nur die Holzplatte jetzt abge... Ah. Bringt mir das was? The grill is too firmly attached. Damit vielleicht? Nein. Damit? Jetzt ist ein Loch drin. Oh, vielleicht mit dem das Kabel da jetzt anbinden und dann... Nee. Kann ich das irgendwie mit Schere? Oh, lol! Okay. Aber was... Das mit der Holzplatte habe ich jetzt nicht verstanden. Wahrscheinlich, wenn man hier vorher drauf gestiegen wäre, wäre man einfach durchgebrochen oder so. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht probiert. Sollen wir das nochmal schnell probieren? Da war ich jetzt einfach dem Rätsel voraus. ich probiere das mal kurz. Wir laden nochmal die 9 und gehen hier mal hoch. Ah ja. Genau das habe ich mir schon gedacht. Okay, dann laden wir aber jetzt wieder die 10 und hindurch. Subway. It's like a warren built by giant rabbits. Aha. I'm never gonna be able to shift all that. Musst du auch nicht, keine Sorge, Kumpel. The roof of the tunnel must have collapsed. Mhm. Ich erinnere mich gerade ein bisschen was an eine Stelle aus meinem zweiten Pen and Paper. Oh, ja. Ach du Scheiße, wir haben wieder mehrere Wege. Gut, gehen wir erstmal nach rechts. Gehen wir doch erstmal dadurch. Keine Ahnung. Oh Gott, hier sind. Ah ne, das sind keine Wege. Hier geht's nur weiter. Moment, hier ist nichts. Wozu ist der Screen dann da? Ach, ich weiß nicht, ob ich hier... Ich gucke erstmal, was der erste Screen von dem hier rechts ist. Ich kenne mich hier nicht aus, ne? Aha, okay, gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Ja, okay. Nur mal schnell schauen, liegt hier noch irgendwo was rum? Nicht, dass ich wieder was übersehe, wie einmal diesen Klotz Wachs. Beziehungsweise Plastik, wie ist das nochmal? Plastiksprengstoff? Okay, dann doch lieber hier hindurch. Das schien ja, als wäre das ein Weg, den ich gehen kann. Hier kann ich aber wirklich nicht durch. Ist auch nichts, okay. Aha, hier könnte ich wieder rein. Muss ich wahrscheinlich auch. Aber gucken wir erstmal, ob hier dann wieder horrible. Das habe ich gesehen. Okay. Das ist gut zu wissen. Ach du Scheiße. Okay, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt einfach getötet werde, ehrlich gesagt. Aber gut, das erinnert mich jetzt gerade an... Ach, was war das? War das King's Quest 7 oder 8? Ich bin mir gar nicht sicher. In irgendeinem Spiel... Das erinnert mich gerade an eine Stelle daraus. Aber da ich das wahrscheinlich auch noch let's playen werde, werde ich jetzt mal noch nicht drauf eingehen. Okay. Dann, boah, keine Ahnung. Was mache ich denn? Werfe ich das Kabel da rein? There's something in. Ja, dann geh doch weg. Was zum Teufel ist das? Okay, ich muss ja offenbar irgendwas mit dem Ding machen. Ich weiß nur nicht was. Vielleicht mit dem Metallschrank? There's something.
Ja, dann geh weg. Wieso stellst du dich denn dann daran? Okay. Ich kann nicht, wenn ich jetzt irgendwie hier unten rumlaufe. Nein. Ach, Robert, wieso machst du das denn? Ha, okay. Ich wüsste aber nicht, was ich da... Kann ich damit irgend... Ah, Fassung. Aha, ich wollte gerade sagen, kann ich damit irgendwas anderem noch interagieren hier? Okay, das bringt mir da nichts. Moment, Fassung, das klingt ja fast wie Glühbirne. Weil die habe ich ja ursprünglich aus einer Fassung rausgenommen. Okay, jetzt ist hell. Bist du irgendwie vielleicht... Magst du hell nicht? Ah ja, du magst offenbar hell nicht. Okay, hier geht's raus. Kannst du da hochklettern? Nein. The picture is covered with mold and dirt. I'm not climbing up there just to get the picture. It's the station's name, museum. I'm not climbing up there just to. Okay. Ansonsten kann ich hier wahrscheinlich auch nicht mit. Ein Stein wäre vielleicht auch mal ganz praktisch. Aber gut, gehen wir hier raus. Uh-oh, the tunnel roof doesn't look too stable. Dann lauf. Jo. What the fuck? Ich habe das Gefühl, dass irgendwie gerade... also eigentlich sind wir noch nicht so lange am Spielen, aber das sieht gerade voll aus, als würden wir in Richtung Ende schon kommen. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. That patch of plaster looks damp and crumbly. I can't quite reach it. Okay, schauen wir uns das jetzt mal an. That thing's alive. I wonder what it is. It's warm and throbbing with a tough skin. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was das ist. There's no obvious way of opening it. I can't slide it, push it or pull it. Okay, dann brechen wir uns gleich mal auf, aber erstmal gucke ich mal kurz. Hä? Dann hat sich der Rotton hier geändert. Gartenschere, Kabel, das war doch gerade noch nicht so hell, oder? Und die Augen von Anita. Hm, vielleicht bilde ich es mir auch ein. I've exposed the bricks beneath the plaster. Okay, aber die Frage ist, was bringt mir das? Backsteinmauer. Au! Backstein? I can't. There's a hole where the brick... Ja, das sehe ich, aber bringt mir das was? Bricks are loose. Okay, kann ich da irgendwas reinwerfen? Vielleicht... Das Kabel? Ne. Passt nicht in das Loch. Die Platine. Ich probiere einfach mal kurz alles aus. Ausweiskarte ergibt auch keinen Sinn. Ja. Schere. Ist gut für Gartenarbeit. Wieso sind manche Sachen eigentlich nicht synchronisiert, aber für alles andere überhaupt nicht zu gebrauchen? Mal gucken, ob ich das mit irgendwas benutzen kann. Hier gibt es wahrscheinlich nicht. Okay, und den Backstein wahrscheinlich auch nicht. Nee, okay. Okay, ja. None of the other bricks are... Das ist natürlich die Frage, was will ich machen? Kann ich damit die Tür aufbrechen? Nein, kann ich hier... Nee, ich kann auch nicht wieder zurück. Okay, also ich bin hier auf jeden Fall stuck. Entweder Loch oder Vene. Kann ich die Vene denn schlagen? The skin's too thick to puncture. Vielleicht mit der Schere. Ich speichere nochmal ab. Ich habe Angst, dass ich gleich wieder sterbe. The skin is too hard to... Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich damit irgendwas that machen didn't muss. Achieve anything. Aber noch mehr denke ich, dass ich mit dem Loch irgendwas machen muss, aber ich habe eigentlich alles probiert an meinen Items. Na, das Kabel ging nicht. Okay, ich schaue noch mal kurz, ob hier noch irgendwo was ist.
Ansonsten mit der Vene nochmal, mit der Ausweiskarte durchtrennen. Nee. Ja, das ergibt alles keinen Sinn. Die Tür hat auch keinen Schlitz oder irgendwas, dass ich hier mit der Karte durchkomme. Mit Gips? Ha. Okay, aber ich kann auch wirklich nicht mehr zurück. Da liegt ein Stein. Das heißt, entweder übersehe ich was oder ich bin dumm oder. Mal gucken. Also, wir haben die Vene. Oh, hier, Anschwellung. Nee, nein. Ah! The skin is too hard. It's penetrated the outer skin. In Vene gestochenes Brecheisen. Das nehme ich mal wieder raus. Ach ne. Okay, dann lasse ich das da drin. It's penetrated. Ja, und hau jetzt mit dem Backstein nach. Oh, I made a hole right through the vein. Okay. Wieso ist jetzt die Tür offen? Ach du Scheiße. Oh Gott, da kommt irgendwas gerade, oder? Kam da gerade was? Ja, viel Spaß beim Reparieren davon. What in the world? Wo sind wir? It's a medical. Hey, There's kannst du no mich way heilen? of turning it off. Das geht wahrscheinlich gar nicht auf hier, oder? Okay. Mit der Vene hier kann ich auch nicht mehr interagieren. Hier ist ein Sensorgerät zum Rauskommen scheinbar. There aren't any buttons to. It doesn't operate. Okay. Ja gut, gucken wir uns erstmal. Sind wir hier gerade auf dem Weg zu Link oder war das halt Abdeckung, Mulde? Jo. The cover must regulate the heat from below. Bubbling, boiling lava. Boy, that's hot. Better be careful, I don't fall in there. Aha, better be careful. Ja, was können wir da reinwerfen? Stein vielleicht? Ne. Ein Kabel? Ne, wozu auch? Okay. Kontrolleinheit. Schauen wir uns die mal an. It's the controls for opening the cover. Kann ich das denn zumachen? Weil dann könnte ich da oben an dieses Metallstück ran. Oh Gott. Momentane Gesamt 93 Grad Celsius, alles klar. Temperatur höher. Okay, bei höher bleibt es eher. Okay, also muss ich es zweimal niedriger machen. Da bleibt es eher komplett auf. So ist es jetzt wieder. Oh ne, so ist es jetzt sogar. Okay. It obviously opens like an iris. I can't reach it from. Okay. It's the control. Ja, ich stelle die mal noch niedriger, damit sich das vielleicht mal schließt. Und dann gehen wir ganz schnell an das Metallstück ran. Pulling the handle has loosened the grill. Gut, aber jetzt nehme ich schnell wieder runter, weil das geht wieder auf. Okay, das hat das Gitter da gelockert. Bevor ich hier weitermache, ich speichere erstmal nochmal. Und bevor ich hier weitermache, gehe ich erstmal kurz nach rechts gucken, weil nicht, dass mir hier gleich wieder ein Item fehlt und so. Gucken wir uns erstmal fertig um. Ich habe das Gitter da schon mal gelockert. Merken wir, da geht noch irgendwas. Sekunde mal kurz. Okay. Was ist das hier? Noch ein Gitter, aber mit all dem kann ich wieder nichts machen. Also gehen wir hier durch. Mit den Gittern muss ich safe auch noch irgendwas machen. Ah ja, hier ist der Medizinroboter. Eine Tür, noch eine Tür, die sieht aber verschlossen aus. I've got a hunch, I'll need to open that. No way of opening it. Okay, Monitor. The screen displays the medical robot's status. They don't appear to do anything. They don't appear to do. Okay. Kann ich vielleicht in diesen Schlitz hier von ihm meinen Joey wieder reintun? How do you feel, Joe? I'm completely operational and all my circuits are functioning perfectly. That's a relief. Is there any immediate danger? If your presence here is detected, termination is more than likely. Ah ja, schön. Negative. Are you really the Joey I grew up with? You don't sound like him. That is unavoidable.
My shell has a limited syntactic processor. Oh well. At least you're not so argumentative. Wieso? Hier fehlen manchmal so ein paar Zeilen und ich weiß nicht warum. Das verunsichert mich gerade. Aber hey, wo geht's denn hier noch lang? Hello. Oh Gott. I was not expecting a visitor. Das ist so cool. Allow me to introduce myself. We've already met several times. I am known as Walter, and I am the future. You're not human, are you? Now, whatever gave you that idea? I'm obviously not a machine or an animal. In fact, I differ little from you. You're talking of a future designed by Link? Certainly. But was not Link itself, designed by your own fathers. What are Link's plans for the real humans? We're all members of the same family. We can coexist quite peacefully, until they disappear through natural wastage. What do you mean, natural wastage? Following the sterilization program, the old humans will slip quietly into extinction. But you need have no concern for the well-being of the human race. Or for the future, come to that. Since you have no future. Ja, das war zu erwarten. Ich will trotzdem noch mal kurz da reingehen und mit dem noch mal reden. Weil ich wissen will, was der sagt, wenn ich ihn noch Overman frage. Is this where you reproduce yourself? Yeah, the genetic nursery. Here my kind are nurtured and grown, educated according to Link's needs. You're not now what I'm or an infant. Has all this any connection with Overman? Indeed. Without the Overman connection, I might never have been conceived. What are Link's plans for the real humans? We're all members of the same family. We can coexist quite peacefully until they disappear. Ja, das hat man schon. Ja, okay. Gut, das Gespräch führt uns also auch noch in den Tod. Wir sehen schon hier, wo auch immer wir gerade sind, können wir sehr viel sterben. Also gehen wir da mal nicht rein, sondern wir nehmen den Joy-Roboter mit, vorausgesetzt er möchte mir folgen. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist er gezwungen in seiner Position zu bleiben, keine Ahnung. Okay. Das Gitter da ist jetzt locker, ja. Dann probieren wir das also nochmal, Temperatur niedriger und benutzen einfach mal das Gitter ohne Item. The grill will fall. The mesh is too fine to get the bar in. There aren't any nuts to un. I can't pull it in. The grill will fall if it's stepped on. Drauftreten, ja schön. Das bringt mir ja erstmal gar nichts, oder? Aufgetreten ist niemand. Ich hatte gehofft, dass mir das hier irgendwie mehr bringt. Ah, hi Joy. Kommt er vielleicht doch noch hier rein, wenn ich hier reingehe? Oder eher gar nicht? Ne, er kommt anscheinend nicht hier rein. Okay, was könnte man dann tun? Lieber Joey, wie wär's, wenn du hier nochmal was mit dem Sensorgerät machst? Ich kann ja auch nicht mit ihm irgendwie reden, also... Oh. Ah. Primäre Wachstumsphase ist fast vollendet. Noch ein perfekter Bruder, ja. Man kann dadurch also beobachten. I see.
Was kann ich denn dann hierdurch beobachten? Das ist doch einfach nur derselbe Raum, in dem ich hier gerade war. Aber in dem Raum ist nicht mehr. Kannst du mir hier irgendwas erzählen? I want you to check out the tank room. Please be more specific. I want a detailed report on everything. Especially that android. The android could be dangerous. Exactly. I don't want to risk my neck. Okay. Das heißt, er geht da jetzt durch. Dann werde ich ihm von hier aus mal zugucken. Da wird er ja wahrscheinlich gleich ankommen. Dann müsste er jetzt... Ah ja, da ist er schon. Okay, Joey, was machst du? Das war's schon. Warte mal. Ich kann mir das nicht angucken hier weiter, okay. So, Joy, was erzählst du mir? Give me a report on the tank room. The growth tanks contain developing androids. Nourishment is supplied from a tank. The temperature is maintained by convection from an underground source. Ja, das mit der Temperatur hatten wir aber schon. Das hat mir noch nicht so viel gebracht. Access to the growth tanks is not possible. Okay, Computer. Tell me about the computer. Access to the computer is denied. Mhm. Nährstofftank. Tell me about the nutrient tank. The tank contains chemicals on which the androids feed. So, without it, they'd die? Affirmative. Is there a way of draining the tank? Manual evacuation is achieved by opening a tap. Tell me about the android. It is programmed to safeguard the developing androids. Is he dangerous? It's certainly stupid enough to constitute a threat. That will distract the android technician. Okay. Der öffnet jetzt also das Ding. Ich frage mich immer noch, warum hier unten jetzt so viele Zeilen nicht funktionieren, aber egal. Also gesprochene Zeilen. Okay, du gehst jetzt da rein und schließt den Hahn. Ich will mal kurz was nachschauen. Wird er mich jetzt trotzdem... Hallo. Ja, wird er trotzdem... Okay, Joey geht. Schauen wir noch mal kurz hier durch. Das ist jetzt offen. Dann gehe ich einfach jetzt noch mal kurz die Temperatur runterstellen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich verstehe noch nicht ganz, was meine Aufgabe ist. Schauen wir noch mal durchs Gitter. Sieht irgendwie alles noch zu gut aus. Ja, das sieht auch gut aus. Mal gucken, wenn er jetzt gleich noch mal zu seinen Messwerten geht, vielleicht ist dann irgendwas. So, Messwerte. Nichts Ungewöhnliches bei den Messwerten. Never mind. Dann stelle ich die Temperatur vielleicht stattdessen nochmal höher. Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, das irgendwie mehrfach zu machen. Also wenn ich jetzt höher... Achso, da ist ja sogar eine Anzeige dafür. Jetzt bin ich bei 93. Immer noch 93. Höher geht nicht, oder was? Okay, wenn ich niedriger gehe. Es wird offenbar... Hm.
can't reach. Ich bin gerade sehr verwirrt mal wieder. Wahrscheinlich übersehe ich irgendwas. Also das da ändert nichts an meiner Temperatur. Das, was ich das irgendwie selbst noch ausgleichen kann. Dass ich jetzt den Nährstofftank geöffnet habe, scheint auch überhaupt nichts gebracht zu haben. Außer, dass jetzt hier die ganze Zeit so ein Tropfgeräusch ist. Da hat er eigentlich gesagt, das würde ihn ablenken, aber hat er nicht. Also hat ihn überhaupt nicht abgelenkt. Hier, Akkumulator. It's activated by the robot's presence. That's where the medical robot gets its power. Okay. Dann Joey, magst du mal noch mal kurz herkommen? Never mind. It's activated by. Magst du dich da mal raufstellen? Bringt das irgendwas? It's activated. That's where the medical. Ha. Bin noch nicht ganz, ich verstehe noch nicht ganz. Ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht doch einfach noch andere Gesprächsoptionen habe. Oh. Ah, ja klar, ich habe ja da, ach, das ist das Gitter. Lol, ich wusste nicht, dass das Gitter ist. Ja gut, easy. Dann haben wir das Rätsel gelöst. Okay, sorry für meine Verpeiltheit. Ich erinnere mich an das Gitter, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass dieser Raum hier unter dem Laborraum ist. Das war nicht ganz deutlich für mich. Sorry, aber hätte ich drauf kommen können. Hat er hier vielleicht irgendwas verloren? Irgendein Item? Seine Brille oder so? Na gut, okay. Schön. Moment, ich gehe noch mal einmal kurz hier auf Temperatur höher, nur um sicherzustellen, dass er da unten auch verbrennt, weil ich weiß nicht, um 93 Grad reichen, um ihn abzufackeln. So. Tschüss, Android. Oder Walter. Keine Ahnung, ob das jetzt derselbe ist wie Mr. Cool, aber auf jeden Fall waren in der Kathedrale ja ein paar davon. Also es kann auch gut ein anderer gewesen sein. Aber wir hatten Mr. Cool ja lange nicht gesehen. Du, Joey? Ja, nee, okay, ich dachte, du erzählst mir vielleicht noch was Tolles. Gut, dann können wir uns jetzt also frei in diesem Raum umschauen. Kann ich es wieder zudrehen? I can't reach the tap without. Okay. I'm not risking my thing. It's a foul smell. Ja, nee, da würde ich auch nichts reinstecken. Okay, Joey, hast du eine Idee? Nein. So, das Gitter, da müssen wir aufpassen. Was haben wir denn hier so? Zylindertank. Schauen wir mal rein. Weird fetus thing floating in it. Whoever said babies were cute. There's a weird. Okay, dasselbe. Oh, hier geht's lang. Okay, da schauen wir uns gleich um. Ich werde erst nochmal schnell diesen Computer checken. No obvious explanation of what it's controlling. There aren't any manual controls. Okay. Ansonsten ist ja auch nichts. Da muss ich hier wahrscheinlich weiter. Hier sind offensichtlich 5 davon. Wir haben hier einen Ausgang, hier eine Tür mit Verschlussmechanismus. Sieht aus wie ein Safe. Und hier ist auch noch eine Tür. Gucken wir die erstmal an. I've got a hunch I'll need to open. Oh, das ist die andere Tür, die wir gesehen hatten. Ah ja, dann kann ich ja eigentlich nur hier durch, es sei denn, Joey, du hast zu sagen, nee. Ja, dann ist das der einzige Weg. Moment, ich gucke mir den Mechanismus mal kurz an. That's the most secure lock I've ever seen. No manual controls. Mhm. Whatever's behind that door must be important. Mhm, vielleicht auch, Moment, no oder Link. Push that door open. Oder weder noch. Oder beides. Ei. Oh, hier ist wieder eine Schnittstelle. Okay. Liebe Leute, wir wissen, was wir zu tun haben. Das allerdings erst im nächsten Part. Bis dann und Tschüsschen.